Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zu Crayon Skies, aka Skysolated, mit dem guten Kinsey. Ey, hör auf mit dem Schwert. Das ist nicht witzig. Oh, ich hab so ein Rohr! Oh, jetzt bin ich fast in die Kakteen Aber gesprungen. mein Penetrator 3000 leuchtet rosa. Ich habe jetzt übrigens in einer Folge einen ganzen Stack Saft gefressen. Echt jetzt? Ist das normal? Weiß ich nicht. Oh, es ruckelt. Wachstum? Es ruckelt. Oh nein. Vielleicht bist du bist, nee, du hast kein Gold abgebaut Ich oder bin im irgendein Erz. Wachstum. Doch, du hast Ja, ein, gut, ich habe eben ganz viel Eisen abgebaut, aber ja, war das beim deswegen Hüpfen. so Ja, krass? beim Hüpfen. Du hüpfst ja jedes Mal, wenn du einen Block höher Ich gehst. mache das mit meinem Jetpack. Ach ja, das ist natürlich imbar. Aber es geht jetzt schon wieder rasend schnell runter. Keine Ahnung. Das, was ist denn das? Wie viel Schenkel hast du? Jetzt sag nicht zwei. Ich wollte gerade. Schade. Schenkel? Ich habe keine Schenkel. Ja, die Hühnerschenkel. Keine. Oder habe ich Hühnerschenkel? Ich habe keine dabei. Ich habe Ich rede 46 von deiner Carrot Shells. Hungeranzeige. Ach so. Deine Ich Hungeranzeige. habe, warte mal, 4, 8, 9, 10. 10, ja, 10. Standard. Okay. Mach ich jetzt. Ne, wie viel auch voll sind, möchte ich wissen. Ja, 10. Okay, dann mache ich meins jetzt auch voll. Und ich sag dir mal, wenn meins jetzt halb runter ist. Okay. Weil wir machen ja quasi beide momentan nicht so extrem viel. Ich stehe hier vorm Redstone Furnace. Was hat es eigentlich mit dem Sag hier? mal, wo ist eigentlich unser ganzes Weizenfeld hin? Ach, ich habe noch nicht neu angebaut, aber das brauche ich auch nicht. Wir können hier jetzt was Doch. anderes anbauen. Nein, ich habe im Planter jetzt Weizen. Ah, okay. So, Dann meine muss das Schild aber lieben. auch weg. Ja. Ich meine, das Minium ist ja nicht nur da, um es schön auszusehen. Das kann man ja auch gut nutzen. Ja, klar. So ist es ja nicht. Nur wenn man natürlich so Dummheiten Kobalt versaut, das ist dann nicht so wünschenswert. Kann ich, was kann ich, aus was kann ich denn den Rod machen? Mache ich aus Iron, wa? Oh. Also das Stäbchen. Da ist noch ein Stäbchen. Das ist ein Stone-Stäbchen. Brauchen wir nicht. Ich mache den Stäbchen, mache ich einfach mal lustigerweise aus Blut. Geht nicht. Seared Stone, ne? Das würde nichts bringen. Elektrum, nee. Bronze, Aluminium. Ich glaube, Iron ist hier wirklich die beste Wahl. Ja, oder du machst Obsidian rein. Ah, es dauert so Wie lange. du willst. Ja, dann hol halt Iron. Ja, mach ich Iron. Das ist ja ganz schön ironisch. Naja, geht so. So, und jetzt zusammenbasteln. Hey, ich hänge in der Kiste. Bastelstunde mit Kinsey. Yay! Was ist eigentlich mit dem Tinker's Construct? Mit dem Jetzt. anderen Part Builder da. Ne, Part Builder nicht, mit dem anderen Workbench-Ding dafür. Für die Schmelze ist das, glaube ich. Weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Jetzt ist übrigens mein Hungerbalken halb leer. Und deiner? Meiner ist voll. Immer noch. Das stimmt doch Ja. irgendwas nicht. Das ist äußerst merkwürdig. Ja. Das kann nicht sein, dass deine halb leer ist. Ach, die sieht aber witzig aus. Doch, der ist gerade halb leer. Oh, was ist denn das? Ah, interessant, hier gibt es ja eine Sterbequote. Und der Kinsey ist auf dem ersten Platz. Da, 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 Direkt da. hinter ihm der Kleiber. Toll. Negativ-Publicity. Oh, da wächst schon wieder Vines vor dem Eingang unserer Hütte. Geben wir das mal noch Oh, ab. das geht aber echt Wir haben noch flott. irgendwo eine. Oh, wir haben bei Bees and Trees noch was unclaimed. Also ich zumindest. Ach ja, die Autodüte Okay. muss ich ja noch überbauen. Habe ich ja doch noch was zu tun. Brauche ich doch noch nicht wieder die Bienchen und Blümchen anfasse. Oh, ein Herz. Ein Juhu. Herz für Joink. Notoras. Wodurch hast du jetzt Hat ein er schon Herz wieder die bekommen? Vines hier? Ich hatte noch zwei Quests, die ich nicht fertig gemacht habe. Ach so. Also die ich noch nicht abgegeben hatte.
Ganz cool. Und noch ein Herz. Und ein Rivat. Ich habe noch zwei Hives gefunden, die mache ich direkt bei dir in die Dreckkiste, ne? Nee, Hives bitte in die Bienchenkiste beim... Neben deinem... Ja, die sind jetzt da oben. Na gut. Habe ich noch irgendwas? Ich habe ja irgendwie so ein bisschen die Vermutung, dass das daran liegt, dass irgendwie ich im Hardcore-Modus bin und der Rest nicht. Wie der Rest nicht? Kann man sich den Game-Mode anzeigen lassen? Aber ich bekomme auch nur anderthalb Herzen für einen Karottensaft. Ja, das ist ja egal. Nee, der bringt, glaube ich, sonst mehr, oder nicht? Nö. Nee. Ja, aber in der Zeit, wo du immer noch voll bist, ich habe jetzt schon wieder 40 Säfte verbraten seit Anfang der Folge. Das kann nicht sein. Nee, stopp. So viel verbraucht man aber auch nicht im Hardcore-Mode normalerweise. Ja, aber irgendwas stimmt doch da nicht. Nee, da ist irgendwas falsch. Da ist der Wurm drin. Wenn du noch Äpfel brauchst, hier sind noch welche in der alten Harvester-Kiste, ne? Da muss ich doch ein bisschen hochbauen, da brauche ich ein bisschen Dreck. Da ist doch bestimmt noch Dreck drin. Ja, wir haben noch jede Menge Dirt. Dirt. Nam. Toll, Kinsey. Pack die Axt weg, um den Dirt in die Leisten zu packen. Ja. Brauchst du ja auch Kinsey, nicht. Brauchst du ja auch nicht. Ne? Was? Kinsey drückt sich den Dirt in die Seite. Ist ja ekelhaft. In die Leiste, nicht in die Seite. Ah, okay. Ja, gut, die Leiste ist an der Seite. Ja, das würde ich so unterschreiben. An der Seite auch. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich hab jetzt langsam genug vom Bäumchen pflücken. Lalalala. Ja, ich glaube. Oh, das dauert so lange, das hier. Kann ich so stehen lassen. Verschwindet, ihr Blätter. Los, weg mit euch. Fangen wir doch einfach mal an zu craften. Nein. Silikon en masse. Sehr schön. Bist du in Silicon Valley gelandet oder was? Jo, quasi tastisch. Muss man nochmal genau gucken, was ich denn hier kraften wollte. Pass hier auf, hier ist ein Loch im Boden. Das kann ich auch mal dicht machen. Mit Erde. So, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch... Also gut. Der kommt weg. Nee, das ist ja ein Rubber Tree. Was ist denn los mit dir? ME Crafting CPU. Okay. ME Crafting CPU. Da ist es. Arbeitet der nicht, weil der voll mit Sludge ist? Oder was hat der für ein Problem? Davon brauche ich einen. Mal gucken. Wie kann man denn Sludge überhaupt komplett loswerden? Machen wir zwei Diamantprozessoren. Okay, das kriegen wir noch hin. Strom habe ich. Redstone Furnace hat auch Strom. Kein Itemdukt verstopft. Die Kiste ist zwar voll, aber verstopft. Die noch lange nicht. Ich habe keine Ahnung, warum der nicht arbeitet. Normalerweise arbeitet er ja auch, wenn er voll mit Sludge ist. Was geht denn schon wieder nicht? Dein Harvester? Und woher hat der Sludge-Boiler eigentlich Energie? Eieiei, Kinsey. Eieiei, kann gar Kinsey. Keine Energie haben, weil der nicht angeschlossen ist. Aber der arbeitet doch sonst auch ohne Strom, der Sludge-Boiler, Mensch. Ah, so geht's, okay. Das ist jetzt ein bisschen Kuddelmuddel, aber ist so. Ich muss noch nicht so von oben ran, also kann ich da so... Habe ich jetzt ein bisschen Angst jetzt hier am Rand? Ja, habe ich, aber egal. Furchtlos. Ja, ich habe Angst und bin furchtlos. Ist klar. Ist klar, Kinsey. Ist klar. Das eine schließt das andere doch aus, du Doofi. Doofkopfi. Nicht unbedingt. Doch, ja, doch. Doch. Kann ich hier jetzt stehen? Ach ja, der arbeitet ja nicht. Dann macht er ja auch kein I, der Sludgy. Ganz vorsichtig. So.
So. So nicht, aber so. So. Ich muss gerade mal mein Game Mode kurz wechseln. Game Mode. Egal, sieht schöner aus. C. Okay, hat S. Volle Energie. So. Schauen, ob sich da jetzt was ändert. Also das sind 1, warte mal, das, der verbraucht. Ja gut, der verbraucht pro verbranntem Item. Und das macht er ja nicht immer. Puh, meine Güte. Informationen, wo sieht man denn den Verbrauch dieser Maschine? Ah ja, da, Maximum Power, 20 RF pro Tick. Da Haus. Oh, scheiße. Der Sludge Boiler verbraucht auch Energie, aber ich habe keine Ahnung, wie viel. Steht auch nicht bei. Ein Mysterium. Aber der macht auch nicht viel. Also der macht ja alle paar Jubeljahre mal was hier. Da müsste irgendwo ein Sludge Tank sein. Da ist er. So, und der wird jetzt mal... Ich versuche mal ein bisschen Sludge loszuwerden. Indem ich einen Sludge Pool baue. Habe ich noch... Ah, ich habe sogar noch... Steinchen. Und der PC geht wieder ab. Alter Schwede. Hallo, Tri. So, wie brauchst du denn jetzt da? Da brauchst du auf jeden Fall noch 2, 4, 8, 8 Silikonbällchen brauche ich. Jetzt noch ein wenig Wasser hätte. Das wäre ein Traum, wäre das. Oh, guckst du da? Ich habe Wasser. Ich habe sogar mehrere Eimer. Ich habe schon wieder Hunger. Also nach der Aufnahme müssen wir auf jeden Fall mal kurz gucken, warum ich so einen Mordshunger habe. Ja. Weil ist irgendwas äußerst merkwürdig. Yep. Sag mal, warum, wer hat das entschieden bei dem Mod, dass man nicht direkt aus dem Aquelf Accumulator Eimer Wasser nehmen kann? Das war ich. Ach, passt so. Dir das nicht, oder was? Nee, das passt mir nicht. Absolut nicht. Pech. Wirklich nicht. Das finde ich unerhört. Pech? Ja. Jetzt muss ich bei der Gewerkschaft. Jetzt muss ich extra nach oben laufen, an den Explosivhühnern vorbei, was sowieso schon so gefährlich ist. Die Explosivhühner. Kann ich mir hier Wasser rausnehmen oder gehen dann die Fische weg? Fischfieder ist da drin, aber ich nehme mir einfach Wasser da raus. Ja, da kannst du ja auch rausnehmen. Passiert gut. Normalerweise nichts. Gut. Ich habe einen Fisch im Eimer. Quatsch. Verarsch mich nicht. Zwei Stück davon. Keschern ist doch verboten, Mensch. Man darf doch nicht keschern. As you. Keschu. Gesundheit. Den Baum baue ich noch ab. Ist das ein Rubber Tree? Ein Baum haben wir immer noch abgebaut, ne? Nicht wahr, Heinz? Jo. Ein Baum haben wir immer noch abgebaut. Wie kommt denn bitte hier ein Jungle Tree hin? Welcome das to the jungle! Sehr, sehr seltsam. Was? Ja, alles gut. Gut. Ist dann natürlich. Ich muss mir Futter holen. Ist dann natürlich noch nicht alles bewässert hier bei den. Ach, ich bin ja aber auch blöd. Ich kann ja. Aber können wir da hinten eigentlich auch Karotten anbauen? Ja, können wir auch, klar. Wir können Mach ja alles das mal. Anbauen. Alles, oder, kann ich dir, alles können wir hier anbauen. Oder sonst irgendwas, wo draus man Saft machen kann. Man kann doch auch aus Weizen Saft machen, oder? Ja, aber nicht in Minecraft. Ja, gut. Das mag sein. Weizensaft und Gerstensaft. Hab ich noch nicht ausprobiert, ob da Bier draus wird. So, hab ich das überhaupt genug? Spruce Nein, Plank. Ich brauche hier noch 2. Oakwood, Junglewood haben wir. Wir haben noch mehr Oakwood, noch mehr Junglewood. Rubberwood müssten wir da auch irgendwo haben. Rubber. Da, Rubberwood. Hast du den ganzen Rubber schon gesichert, hä? Ja, aber du kannst gerne noch welchen haben. Nee. Ich bin nämlich, nee, brauch ich nicht. Ich bin nämlich versorgt, was Rubber angeht. Ich brauche kein Rubber. Nicht im Moment. Ich wollte ein Pool Rhabarber. Labarababa. Was wolltest du bauen? Einen kleinen Pool. Das finde ich cool. Weil? Weil ich, Ein Pool voller Stuhl ist cool.
Wenn man, wenn, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber man kann Sludge ja auch in Eimern packen. Und Wasser kann man ja unendlich in Wasser packen. So könnte man den Sludge loswerden, weil ich habe das Gefühl, der Ernte arbeitet nicht, solange er voll mit Sludge ist. Er arbeitet, wenn er voll mit Sludge ist, wenn kein Sludge-Boiler angeschlossen ist. Sobald aber ein Sludge-Boiler angeschlossen ist, arbeitet er nicht mehr, wenn er voll mit Sludge ist. Was ja, ich dann, sehr, sehr seltsam finde. Finde doch mal raus, was man mit Sludge machen kann und gib dem Ganzen eine sinnvolle... Ja, im Moment habe ich ja nur den Sludge-Boiler, der mir... Sludge. Warte mal, was ist das? Der hat noch nicht mal was hergestellt. Der arbeitet auch nicht. Ich muss den noch mal kurz wieder abbauen und hinstellen, glaube ich. Oder... Warte mal, vielleicht brauche ich auch nur die Redstone. Nee, der hat gar keine Redstone-Steuerung. Jedenfalls kann man sie nicht regeln. Wo ist denn mal schon wieder mein Crescent Hammer? Precision. Precision Dings. Muss ich mir schon wieder ein neues machen oder was? Ich habe mir auf meiner Single Map eingemacht. Singleplayer Map. Und ich rede gerade wie ein Wasserfall. Wie passend. Ich stehe gerade neben einem Wasserfall. Ich stand eben neben einem Wasserfall eben noch. Ja, ja, ja. Schwall, Schwall, Wasserfall. Genau. So. Warte, ich mach dir mal was. Was denn? Das könnte dein Problem eventuell lösen. Ich weiß nicht, wo ich immer mit meinem Precision Hammer bleib. Kann sein, dass der in der Imkerkiste ist. Brauchst du noch Schleim? Wo ist er? Ich bin, oh, ich bin noch verhungern, schön. Bei der Imkerkiste, ja, der ist tatsächlich da. Der Crescent Hammer heißt er übrigens. Komm mal her, ich hab was für dich. Copper habe ich hier noch in der Kiste vom letzten Mal. Oh, komm, dann setze ich es halt selber dahin. Nein, ich komme schon. Hast du noch einen Sludge-Boiler oder hast du was anderes gemacht? Ich hab was anderes. Okay, was denn? Wir treffen uns im Keller. Psst, nicht so laut. So, wo ist denn hier Sludge? Wo ist denn hier Ganz Sludge? Ganz in der Ecke. Ganz in der Ecke. Und wo geht der Sludge hin? Der kommt von hier natürlich durch die Fluid-Duct und geht hier mit Item-Ducts, kommen die Items raus. Ist aber noch nichts passiert. Hier kannst du Sludge drin lagern. Da gehen 256 Eimer rein. Ja, dann stell den doch direkt neben die... Machst du selbst? Machst du selbst, okay. Kann man nicht mit Crescent Hammer abbauen, okay. Dann nee, ist halt... ja auch von extra Utilities. Naja, aber Minefactory Reloaded Sachen kann ich auch mit dem abbauen. Aber ist ja nicht schlimm. Oh. Geht ganz schnell mit der pickenden Axt. Oh, hau her. Ist auch größer als der Tank, ey. Der hat mal eben 256.000 Eimer. Nee, ja. Nein, 256 Eimer. Nee, stimmt, lieber Kids, hast recht. Und warum aber kommt das da finde ich eigentlich trotzdem ganz okay. Ah, oder liegt das Problem etwa oben, dass da kein Redstone-Signal neben dem Fluid-Duct ist? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht. Scheiße. Nein, ich hab Cobblestone und ich hab Holz, aber nur ein. Ich hab da noch Holz, gut. Ich brauch es. Oh, ich brauch wieder Redstone, verdammte Hacke. Brauche Redstone. Haben wir, glaube ich, mal ein ganz bisschen. Viel, oder, nicht? Oder hast du den schon wieder verbraucht? Nö, schon alles verbraucht. Ach du heilige Gral. Stone X kann weg, das Ding. Vielleicht habe ich ja das Glück und Utoka sammelt den Scheiß irgendwo. Nein. Bitte? Was? Ich habe nichts. Da ist aber ein... Ja, das Redstone-Signal läuft. Da kommt auch Flue Sludge durch. Ich glaube, der kann kein Sludge speichern. Die Drum. Drumity Drum. Drum, Drum, Drum. Dann machen wir das erstmal. Fluix Dust brauche ich dafür und wieder massenweise Eis. Da ist doch, ja, Sludge drin. Da ist Sludge drin, ja. In der Pipe auch. Und bei Fluid Dux brauche ich ja auch nicht umschalten auf Ausgang. Ist ja automatisch Ausgang. Was ist denn jetzt das Problem? Geht das mit dem Fass nicht oder wo dran hängt? Es geht gar nichts. Nennen wir das Quarz. Okay, wo haben wir das? Ein wenig. Ich werde gleich aggressiv. Wer ist denn da so aggressiv? Oh Mann, okay, jetzt habe ich den Sludge-Spoiler natürlich und hat mich erkranken lassen. Und yes. Wieder voll. Komplett voll.
Aber er arbeitet zumindest. Nicht. Jetzt wieder nicht. Er verarscht dich von hinten nach vorne. Ach nee, der arbeitet ja auch nur einmal am Tag. Der ist ja in der Gewerkschaft. Okay. Was? Du bist der Idiot. Okay. Und jetzt packe ich einfach mal das Fass. Ohne Boden dahin. Nein. Ich pack's einfach mal oben hin. 4 Stück. Das ist richtig so. Hier von 2. Hier. Da push mir der Redstone. Schneller. Das ist doch eine Farce. Farce? Ja. Entschuldigung. Krebswasser. Mann, das ist doch echt nervig. Mann, oh. Jetzt habe ich die Kabel unten gelassen. Wieder kein Certus Quarz mehr. Nehme ich Erde. Aber Erde ist so schnell kaputt. Die Wutzi ist now sleeping. I'm sleeping in the kitchen. Bringt gar nichts. Ich muss das wegnehmen. So. Dann brauche ich noch 2 Crafting Table. Also das Fässlein kannst du leider knicken. Da geht wohl nur Wasser und Lava rein, so wie es aussieht. Das ist extra ein Sludge-Fass. Und warum geht da kein Sludge rein? Weil du wahrscheinlich irgendwas falsch machst. Nee, oder arbeitet das nicht mit Thermal Expansion zusammen? Ich weiß es nicht. Das wage ich zu bezweifeln. Es funktioniert nicht. Die arbeiten normalerweise eigentlich mit so ziemlich allem zusammen. Ich brauche noch mehr Eisen. Das macht Sinn. Du, hier läuft, glaube ich, überhaupt nichts, oder? Oder doch, die Bäume haben sich ein bisschen verändert seit eben. Oh, die Bäume laufen? Das ist aber dann tricky. Ich möchte einmal sehen, dass der Bäume abbaut. Ach ja. Macht er nicht. Bäume is in the air. Bäume is in the air. Oh, ein Ruckler direkt am Rand. Und ich muss jetzt auch leider wieder hier die Folge beenden, denn wir haben schon wieder 22 Minuten voll. Also sage ich einfach mal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr eingeschaltet habt und macht das doch einfach morgen wieder. Das ist doch zum Mäusemelken. Das wäre total tutti. Wir würden uns freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag von meiner Seite aus und macht's gut. Tschüssi. Tschüss.